liebe Genossinnen und Genossen. Ich freue mich, dass ich, Quatsch. Schönen und herzlichen Glückwunsch zum 60. Mein Gott. Da ist wirklich eine Menge passiert. Und eins ist klar, Maluchen, wenn's drauf ankommt, konnten wir in NRW schon immer. Vor allem SPD-Ministerpräsidenten schweißen aus dem Kunstgebilde Nordrhein-Westfalen eine wirkliche Einheit zusammen. Es bildet sich tatsächlich ein Wir-Gefühl. Drei Gruppierungen, die an für sich nehmen. Die Sauerländer noch mit vier Gruppierungen, die an für sich nichts miteinander zu tun hatten über die Jahrhunderte. Der Rheinländer mit dem Westfalen, mit dem Sauerländer und mit den Lipper. Hurra, hurra, die Lipper, die sind da. Es hat Jahrzehnte gebraucht. Das Land ist heute nicht zuletzt dank sozialdemokratischer Politik ein weltoffener, weltweit bedeutender Hochtechnologiestandort mit Hunderttausenden neuer Jobs. Den Umbau der Industriegesellschaft haben wir sozial abgefedert. Wir sind ein guter Haufen und auch wenn im Moment mehr Rüttgers Club angesagt ist in Düsseldorf, ist egal. Es kommt auch unsere Zeit wieder. Ne? Und dann sind wir wieder, lassen wir uns darauf vorbereiten. Das wäre doch ein schöner Anlass, den 60. zu feiern. Ne? Ja! Natürlich gibt es nach Kriegsende im zerbombten Land zunächst wenig zu feiern. Die SPD organisiert sich neu und hilft mit auf dem Weg nach vorn. Schließlich legen Dachdecker die neuen Zinkplatten. Ein ermutigendes Bild des Wiederaufbaus. Der Bergbau brummt wieder, als die Briten vor 60 Jahren Nordrhein-Westfalen gründen. Doch bis Anfang der 50er Jahre haben die Alliierten die Kontrolle über Kohle und Stahl. Auf Druck der SPD kommt die Montanmitbestimmung. Der Einfluss der Sozialdemokratie in NRW wächst. Fritz Steinhoff wird 1956 erster SPD-Ministerpräsident. Die Zeit des Wirtschaftswunders. Aufbruchstimmung auch bei der SPD. Sie erobert die Rathäuser. Dringende Aufgabe, das Revier soll aufpoliert werden. Der Mief macht krank. Willy Brandt fordert deshalb, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Am SPD-Firmament leuchten neue Stars auf. Heinz Kühn, markanteste Stimme der NRW-SPD damals, hat wirklich eine tolle Stimme gehabt. Und er war wirklich auch eine unglaubliche Wahllokomotive. 1966 wird Heinz Kühn Ministerpräsident. Er führt ein sozialliberales Bündnis an. Der Beginn einer großen Erfolgsstory. Dazu zählt der bildungspolitische Aufbruch. Die Regierung Kühn baut Gesamthochschulen und eröffnet allen die Chance auf Bildung. Die SPD muss die Kohlekrise bewältigen, eine historische Aufgabe. Es gelingt ihr, das Land nach und nach zu modernisieren, und zwar sozialverträglich. Im Bergbau gibt es bis heute keine einzige betriebsbedingte Kündigung. Ein Verdienst von Heinz Kühn und seinem Nachfolger Johannes Rau, der NRW wie kein anderer geprägt hat, mit Bedacht und Humor. Das Schöne an NRW ist die Verbindung von lippischer Großzügigkeit mit westfälischer Leichtfüßigkeit und rheinischer Zuverlässigkeit. Ist doch ein schöner Spruch. Danke, Johannes. Johannes Rau vermittelt Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Er stiftet Identität und gibt Hoffnung, als Tausende gegen die Schließung des Krupp-Stahlwerks Rheinhausen protestieren. Ohne Rau wäre die Krise nicht so glimpflich verlaufen. Nordrhein-Westfalen ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Johannes Rau hat sich als Mann des Ausgleichs immer für ein Miteinander eingesetzt. Als er den Satz prägte, dass für mich nachhaltig bleibt und es in die Geschichte eingehen wird, versöhnen statt spalten, dann war ich ihm endgültig verwandt, weil mein Lebenswort ist Respekt. Dreimal gewinnt Rau als Ministerpräsident die absolute Mehrheit für die SPD. Er regiert 20 Jahre in NRW, bürgernah und mit Herz. Eigentlich ist mir die SPD A nicht links genug, B nicht grün genug, und sie auch nicht radikal humanistisch genug. Aber sie hat von allem so viel in ihre politischen Grundsätze. Das ist doch reicht, mit ihr ein Stück gemeinsamen Weges immer wieder zu gehen. Wer heute durch NRW fährt, sieht, der Strukturwandel ist geglückt.
Das Land erwirtschaftet immer noch das größte Sozialprodukt und hat die meisten Konzernzentralen, Forschungszentren und innovativen Unternehmen. Auch nach dem Ende des Industriezeitalters gehen die Lichter nicht aus in NRW. Dafür haben alle in der SPD immer gekämpft. Vor allem die in Regierungsverantwortung. Und dann natürlich Wolfgang Clement, als fleischgewordenes Ruhrgebiet auf dem Posten des Ministerpräsidenten und dann Superminister und dann Aalkönig in Bad Honnef. Und da ist er mein Vorläufer, Vorgänger. Ich bin auch Aalkönig in Bad Honnef. Wolfgang Clement und Peer Steinbrück führen die Politik des Umbaus und der Reformen fort. SPD und NRW, das ist über die Jahrzehnte immer eine fruchtbare Beziehung gewesen. An Reim und Ruhe stehen die Zeichen auf Rot, auch wenn nicht immer alles nach Plan lief. Denn die SPD fühlt sich ihren Grundsätzen verpflichtet. Sie ist und bleibt die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und für mich einfach nette. Mit Brandt hat's angefangen, aber mit Johannes Rau hört es auch nicht auf. Nur vermisse ich aber Johannes Rau und ich hoffe, dass die NRW-SPD, die doch eigentlich zu NRW gehört, wieder rein, dass sie wieder drankommt. NRW ohne SPD wäre sowas wie Schalke 05. Also es wäre... Auf die Erfolge in NRW dürfen Sozialdemokraten stolz sein. Ja, da kann ich nur noch sagen dann, also jetzt, das 60. wird gefeiert und zwar so, dass wir alle zusammen nach vorne gucken. Nach vorne und fertig, weil die Zukunft ist schön und die kommt noch. Auch für uns. Yeah.